Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, zu einem ganz neuen Format zu Teambewertung. Warum habe ich das Ganze gemacht? Letzte Woche hatte ich einen kleinen Aufruf gestartet auf TikTok, auf Instagram und die Anzahl an Nachrichten mit Teambewertungen ist massig. Es ist wirklich heftig. Es tut mir wahnsinnig leid, ich kann nicht auf jede Nachricht antworten und wenn ich dann einzelnen antworte, ist es einfach unfair den anderen gegenüber. Das ist zeitlich ein Aufwand, den ich nicht leisten kann. Deswegen mache ich jetzt diese YouTube-Reihe. Ich werde jede Woche 5 Teams bewerten. Wir machen das immer so, ihr müsst das Video liken und mir dann einfach bei Instagram immer mit einem Hashtag, den ich euch vorher sage, schreiben, das Team schicken und dann könnt ihr in der nächsten Woche in dem Video eben dabei sein oder eben nicht. Ich los das immer aus. Für nächste Woche einfach das Video liken und mir eine Instagram-Nachricht mit dem Hashtag Team Gaucho schicken. Wenn ihr das gemacht habt, das Team dazu schicken, wie ich gerade sagte, und dann könnt ihr Glück haben und nächste Woche seid ihr in diesem Video am Start. Ich habe mir diese Woche 5 Teams rausgesucht bzw. ausgelost. Ich kenne die Leute gar nicht, deswegen ich hoffe, ich kann euch helfen. Ich hoffe, ihr Zuschauer nehmt trotzdem was mit, welche Spieler dieses Jahr Meta sind, welche funktionieren, das ist ja auch Sinn der Sache, welche Art von Spieler feiert ein Pro-Player, vielleicht könnt ihr dadurch einfach euer Team bewerten, verbessern, ohne dass ich es bewertet habe. Deswegen, wir gehen jetzt direkt rein, viel Spaß. Das erste Team, das wir uns anschauen, ist vom lieben Finn. Vielen, vielen Dank, Finn, hat es mir bei Instagram zukommen lassen. Der gute Upamecano ist untrade, GG dazu, guter Pull. Mit Upamecano und Klostermann die bestmögliche IV in der Bundesliga. Upamecano in Form nochmal besser als Alaba. Dementsprechend die bestmögliche IV. Ich habe Klostermann selber gespielt, absolut kranke Karte. Rechtsverteidiger Mbabu, bestmöglicher Rechtsverteidiger der Bundesliga. Roussillon, sehr guter Linksverteidiger. Einziges Upgrade wäre Alphonso Davies. Ist aber natürlich teurer, deswegen auf jeden Fall im Kopf behalten, Finn. Roussillon abzugraden auf Davies, sobald es geht. Auf der Doppel-6 spielen vermutlich Leimer und Kimmich. Das wäre die erste Änderung, die ich persönlich hätte. Leimer, absolut krasse Karte, habe ich gespielt. Preis-Leistung geht es kaum besser. Kimmich, meiner Meinung nach, lohnt sich nicht so. Ist zu langsam für das Spiel, ist meine Meinung. Da gibt es aber in der Bundesliga auch wesentlich bessere Alternativen. Wir hätten Dennis Zakaria, wir hätten Thomas Delaney. Ich glaube, ich würde in dem Fall neben Conny Leimer mit Thomas Delaney gehen. Das wäre die erste Änderung, die ich ausführen würde. Ansonsten Julian Brandt, auch nicht so mein Fall, zu langsam, dementsprechend da würde ich Miloš Rašica einsetzen, Sancho geht klar, Costa ist top, beides 5-Sterne-Skiller, macht Bock, Kramaric kann man eine Zeit lang spielen, gibt es aber auch bessere Lösungen, auf jeden Fall in naher Zukunft, einfach Leute, die etwas schneller sind. So würde das Team dann aussehen, Finn, Rašica und Delaney für Kimmich und Julian Brandt. In-game 4-4-2 kann man damit spielen, 4-2-3-1 macht alles Sinn. Wie gesagt, Kramaric zeitnah austauschen. Ich weiß, du hast ihn jetzt untradable. Trotzdem und Roussillon auf Davies upgraden. Das wären so meine nächsten Schritte. Das zweite Team, das wir uns anschauen, ist vom lieben Nils. Vielen, vielen Dank, Nils. Auch über Instagram reingekommen. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen, denn das Team sieht nur so, geht so aus. Warum? Leider ist die rechte Seite meiner Meinung nach echt nicht gut. Dazu Karim Benzema unspielbar. Gehen wir sofort drauf ein. Die linke Seite, Renan Lodi, Militao, Lorente, Vinicius. Das ist top. Inaki Williams auch sehr stark. Eines der nächsten Upgrades, die ich machen würde, wäre auf jeden Fall Ferland Mondi. Für Lodi lohnt sich definitiv. Mein Problem ist die rechte Seite. Fangen wir an mit Karim Benzema. Warum kann man den nicht spielen? Ein Stürmer mit 74 Pace, das geht nicht klar. Vor allem Benzema nicht. Der ist nicht beweglich, der ist nicht schnell, da passt eigentlich nicht zusammen. Dementsprechend, das wäre die erste Änderung, würde ich Antoine Griezmann für installieren. Dann hat man die Möglichkeit 4-4-2 zu spielen mit Griezmann auf der 10, als zweiter Stürmer oder aber 4-2-3-1 Griezmann auf der 10. Dann würde ich die komplette rechte Seite austauschen. Cancelo ist zwar okay, den Rest finde ich nicht so dolle. Partey ist auch noch okay, aber auch verdammt teuer. Ich hoffe, das ist nicht dein Untrade-Spieler, du hattest nichts dazu gespielt. Da würde ich auch komplett auf La Liga gehen. Rechter Innenverteidiger Diego Carlos, rechter Verteidiger, ein bisschen die Problemposition in La Liga. Würde ich Kappa oder Navas installieren. Navas schneller, körperlich aber schwächer. Er oder Kappa. Als zweiten Sechser würde ich natürlich Valverde spielen, überragende Karte zusammen mit Lorente, finde ich eine richtig gute Doppel-6 und rechts außen Porto, sehr pace-lastiger Spieler, absolut Meta. So würde das Team dann aussehen, alle auf Chemie, denkt dran, nächstes Upgrade, Ferland Mondi für Renan Lodi, sobald es konstechnisch passt. Ich hoffe, das Team kannst du dir leisten, weil ich nicht weiß, wer an Trade war. Einzige Problemposition meiner Meinung nach Kappa. Damit muss man dann leben. Dafür eine viel stärkere Innenverteidigung als vorher mit Diego Carlos statt Thiago Silva. Und ich glaube, das Team ist echt gut spielbar. Das nächste Team, das wir uns anschauen, ist vom guten Niklas über Instagram reingeschickt. Vielen, vielen Dank, Niklas. Und
großes Lob, richtig geiler 500k Squad. Ich würde ein, zwei Änderungen vornehmen. Im Grunde sieht das Team sehr, sehr gut aus. Ich würde Hernandez austauschen gegen Lukas Klostermann, meiner Meinung nach der beste Bundesliga IV aufgrund des Tempos. Ich würde vorne Ben Yedder austauschen, ist dieses Jahr nicht so ganz Meta. Ich habe ihn selber gespielt in Inform, ich war total unzufrieden. Er ist einfach zu langsam, hat keine 5-Sterne-Skills, 5-Sterne schwacher Fuß ist nicht mehr so wichtig. Den würde ich austauschen und würde dafür einfach Marcus Rashford, der echt stark ist, auf 7 Chemie spielen. Da das Ganze dann coinstechnisch vermutlich ein bisschen zu teuer wäre, vielleicht passt es jetzt auch nach deinen Weekend League Rewards, würde ich dann einfach Alphonso Davies zur Not downgraden für Roussillon. So würde das Ganze dann aussehen. Rashford mit Manager und Loyalität kommt auf 7 Chemie. Wenn es coinstechnisch immer noch nicht passen würde, würde ich einfach Manuel Neuer noch downgraden. Könnte man Baumann für spielen, Gulacsi, natürlich ein Top-Torwart. Und als nächstes würde ich dann halt gucken, dass du Roussillon wieder upgradest und dafür Alphonso Davies installierst und dann irgendwann halt schaust, dass du die Rechtsverteidigerposition noch besser besetzt. Mukiele ist ein super Spieler, könnte aber irgendwann Probleme mit dem Pace kriegen, 83 Pace. So ist es sehr, sehr stark, aber irgendwann, je länger das Spiel ist vielleicht ein Ticken zu langsam. Und dann irgendwann vielleicht versuchen, eine Ikone für Sissoko zu installieren, zum Beispiel Laurent Blanc. Aber da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Das Team, das wir jetzt am Start haben, ist vom lieben Luis auch über Instagram gekommen. Vielen, vielen Dank, Luis. Und es ist ein super interessantes Team. So noch gar nicht gesehen. Die Kombination Mondi-Upamecano ist natürlich super interessant. Die Innenverteidigung ist bärenstark. Richtig gut, wirklich. Upamecano, Inform und Gomez, da kann man überhaupt nicht meckern. Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold, das erste Problem, das ich mit dem Team habe. Dafür würde ich einfach Semedo spielen. Der ist besser, weil 80 Pace bei Trend, das ist für FIFA 21, das so pace-lastig ist, einfach zu wenig. Deswegen einfach Semedo dahinstellen, ist viel schneller und reicht vollkommen. Bakayoko, nächste Problemposition, zu langsam, zu unbeweglich. Mit Kanté viel zu defensiv als Doppel-6, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich dafür Wijnaldum spielen, dann hat man eine wesentlich viel stärkere Doppel-6. Und Wijnaldum habe ich öfters im Draft gespielt, deckt richtig ab. Die Coins müsste man dann natürlich erwirtschaften. Dafür würde ich einfach Ben Yedder downgraden sozusagen. Nicht ein wirkliches Downgrade, weil der Spieler dafür kommt, meiner Meinung nach besser ist. Ich habe ja da gerade eben gesagt, nicht so meins dieses Jahr. Dafür würde ich Marcus Rashford spielen. Wenn man Martial dann auf die Defensiv-Mittelfeldposition stellt, Rashford in den Sturm, Rodrigo auf die 10, dann passt auch alles. Dann ist Rashford auf 7 Chemie und das Team sieht verdammt geil aus. So würde das Team dann aussehen. Ist sogar was günstiger, kannst die Coins sparen und als nächstes vielleicht Havertz oder so upgraden, muss man gucken, je nachdem wie er dir gefällt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch gefällt diese Videoreihe und ihr nehmt dran teil, ihr habt Bock, euer Team bewerten zu lassen, dann denkt dran, Like da lassen, Daumen nach oben und mir bei Instagram schreiben. Ganz, ganz wichtig, sonst habe ich kein Team, das ich bewerten kann mit dem Hashtag Team Gaucho. Einfach ein Bild von eurem Team schicken und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal in diesem Video am Start. Bis dahin, haut rein!